Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Livestream. Vielleicht etwas überraschend für diejenigen, die reinschneiden und irgendwo mal hier reingucken, wenn das Video als Aufzeichnung da ist. Tja, worum geht es? Es geht um iRacing, wie das Titelbild natürlich verrät. Und wir sind gleich auch auf der Strecke in Daytona, fahren heute das VRS Sprintrennen mit dort über 40 Minuten und über den Grund, warum. Da werde ich euch auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Es ist ein Test auf für etwas, was dann in Zukunft bei uns öfters passieren soll. Von daher werden wir uns mal überraschen lassen. Das kann natürlich kräftig schief gehen, das kann auch gut gehen. Wir werden sehen und wir gehen dann gleich jetzt mal rein in iRacing. Ja, und da sind wir in Daytona auf dem Kurs, der bekannt ist aus der NASCAR mit dem Oval und dem Infield. Heute ein Nachtrennen in der VRS Sprint-Serie, eine klassische Standardserie bei iRacing, die seit längerer Zeit schon mit dabei ist. Eine reine GT3-Serie, 40 Minuten lange Rennen, einen Pflichtboxenstopp muss man machen, weil die Tankinhaltsangabe soweit begrenzt ist. Wir fahren hier heute das Rennen als Test mit, denn wir möchten in Zukunft häufiger streamen und werden das auf unserem Twitch-Kanal machen. Heute also auf YouTube, weil dort das Video dann entsprechend gespeichert wird und man es auch in Zukunft noch angucken kann. Twitch speichert ihr diese Videos nur für 2 Wochen vor. Das kann heute mal, so wie ich schon angedeutet habe im Intro, schief gehen und auch gut gehen, man weiß es nicht. iRacing ist da ja immer ein bisschen, naja, manchmal gibt es einfach ein paar Fahrer, die es ein bisschen besser wissen und da reinhalten. Manchmal sind auch wir selber natürlich nicht frei von Fehlern, das kann auch passieren. Also man kann sich da heute natürlich wunderbar blamieren bei so einem Test. Von daher lassen wir uns das einfach mal auf uns zukommen, was jetzt hier passiert. Daytona sind wir dieses Jahr schon gefahren beim 24-Stunden-Rennen, allerdings dort im LMP2 und nicht mit den GTs. Wir sind gestern noch mit dem GT3, auch mit dem Ferrari, mit dem wir heute fahren, schon ein Rennen in 12 Stunden gefahren und naja, haben ein bisschen Erfahrung wieder gesammelt, nicht hier in Daytona. Aber ja, wir werden mal sehen, was es bringt. Ich selber darf mich vorstellen, mein Name steht oben in der Ecke, Michael Helmy, bin seit Anfang an bei Alemannregen Racing mit dabei und werde dieses Rennen heute fahren. Ja, was kann ich über mich dazu sagen? Ich bin eigentlich Hobbyfahrer bei iRacing im Vergleich zu unseren anderen Cracks, die mit entsprechend hohen Ratings und so weiter kommen. Von daher bin ich in den niedrigeren Splits wahrscheinlich jetzt zu finden und auch nicht gerade um den Sieg fahrend. Von daher wird es eher spannende Mittelfeldkämpfe hoffentlich geben. Und ja, ich, wie gesagt, habe eine Hobby-Ausrüstung, zwar auch im Technikbereich Fanatec, aber auch dort noch mit älterer Technik unterwegs, die mir persönlich reicht. Da bin ich einfach ein bisschen geizig, soweit muss ich das zugeben. Wir haben natürlich auch andere Fahrer bei uns mit dabei, nicht zu vergessen Robert und Arthur, die beide ja schon mit dem Rating richtig oben sind. Robert hat ein Rating von über 3000, Arthur von über 2000, Roland kratzt ja auch schon an der 2000er Marke. Und dann gibt es so das zweite Team, das besteht bestand zuletzt aus Simon, Jakob und mir, die da noch ein bisschen drunter sind und ja, einfach des Spaßes mitfahren und überwiegend bei den Langstreckenrennen. Ich selber habe mir gedacht, ich fahre mal wieder ein bisschen bei diesen Endurance oder bei diesen GT Sprintrennen mit, einfach damit man auch mal wieder eine Saison insgesamt fahren kann. Und das ist jetzt das dritte Saisonrennen in Daytona nach Watkins Glen und Sebring. Daytona hier jetzt als Nachtrennen, wie gesagt, gab es schon beim 24-Stunden-Rennen, bevor es dann weggeht, glaube ich, von den amerikanischen Strecken mehr nach Europa. Nicht gerade meine Lieblingsstrecke, obwohl sie ja relativ einfach scheint mit dem Oval, aber es gibt da so die ein oder andere Stelle, die ich nicht so mag. Ich würde jetzt einfach sagen, ich lasse euch jetzt mal ein bisschen noch allein, weil das, was wir hier jetzt noch sehen, ist das freie Training, bevor es nachher überhaupt erst in die Rennsession geht. Das dauert noch circa 15 Minuten.
Solange werde ich mich noch ein bisschen warm fahren und einfach ein bisschen auch noch mal lernen und mitnehmen, weil das kann man immer gebrauchen. In diesem Sinne lasse ich euch jetzt einfach erstmal alleine mit den Bildern und melde mich später noch mal. There's a car behind. Take care, rejoin him. Clear to the right. B34. The leader has just done a 143.12.
guy in front has just done a 145.77. B26, you're currently 2.1. Off the pace. You've just done a 145.26. The leader's just done a 143.00. The guy ahead has just done a 145.22. B27, that puts you 2.6 seconds off the pace. You're currently 2.4 seconds off the leader's pace. That lap time was 145.35.
You're now 2.5 seconds off the pace. Your last lap time was at 145.46. Look out for the pit speed limit. Box in, 280 meters. Box in, 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Das war so mein kleines Training bis jetzt. Eigentlich okay für mich. Ich bin, wie gesagt, selber nicht so derjenige, der da so wunderbar angasen kann, wie es andere bei uns können. Aber man nimmt mit, was man kriegen kann. Auf die Zeiten im freien Training habe ich relativ schnell schon gedacht, gebe ich nicht viel, weil ich ja nicht weiß, wer wie unterwegs ist, mit welchem Setup. Ob das jetzt auch so ein voll getanktes Setup war, wie ich es hatte, oder ob es ein Quali-Setup war. Ja, und wir sehen jetzt schon oben in der Ecke links, 264 Fahrer sind registriert für das Rennen. Die werden jetzt nachher verteilt auf die Server. Die müssten jetzt dann auch in gut einer Minute losgehen. Und dann werden wir mal sehen, wo wir dann landen. Es gibt noch ein kurzes freies Training, ich glaube über 2 Minuten oder 3 Minuten, also nicht das, wo man jetzt gerade mitfährt. Dann 2 Runden Qualifikation und dann eben 40 Minuten Rennen mit über 40 oder 50 Autos im Rennen. Wir werden mal sehen, wo wir uns dann einsortieren können. Qualifikationen sind normalerweise nicht so meine persönliche Stärke, weil der berühmte Nervositätsfehler kommt irgendwo immer. Von daher werden wir mal sehen, was wir schaffen. Und wir warten jetzt einfach, bis die Rennsession aufgeht. Da ist schon der Button und dann laden wir uns ein und ich bin gleich wieder zurück.
der letzte Rest des freien Trainings über diese 3 Minuten läuft, bevor es in die Quali geht. Dann werden wir mal sehen, nochmal hoffentlich solche Runden hinkriegen wie gerade eben. Ich werde mir jetzt noch schnell mein Quali-Setup einladen, damit das dann auch vielleicht ein bisschen nochmal schneller wird, als es das vorher war. Und dann warten wir, bis die Session um ist und wir in die Quali starten können. Dort werde ich natürlich auch erst nochmal die Klappe halten, denn ja, ich bin Mann. Wir können eher nicht so viele Dinge gleichzeitig tun, so geht es auch mir. Ich kann entweder fahren oder reden. Das wissen meine Teamkollegen auch schon, dass ich immer in den Endurance-Rennen einer bin, der lieber es hat, wenn die anderen die Klappe um mich rumhalten. Von daher auch hier jetzt erstmal die Konzentration. Bitte da jetzt einfach schon mal auch vielleicht ein bisschen um Entschuldigung, dass der Streamer ein bisschen langweilig wird im Rennen. Aber ja, da geht das Ergebnis dann natürlich erstmal vor. Deswegen melde ich mich jetzt auch erst nochmal ab und gehe jetzt in die Qualifikation hinein, denn die ist ja auch zeitlich begrenzt. Und dann sehen wir uns ja nachher oder hören wir uns nachher im Rennen. Track's clear. Push, push, push. Okay, Mike. We've got 2 laps to get the job done.
P9. That's a new fastest lap for Butler, 144.41. Sixth place. Das geht ja hier ganz gut und wir brauchen die Boxengasse nicht aufsuchen. Lade mir schon mal mein Rennsetup wieder ein. Und dann warten wir, bis das Rennen startet. Während des Rennens habe ich auch mein Mikrofon nachher an. Das hat aber vor allen Dingen den Grund, dass wenn ich mal irgendwo in den offiziellen Chat reinschreien möchte, da brauche ich natürlich das Mikrofon und das ist hier bei iRacing oder beziehungsweise durch das Streaming gekoppelt. Von daher, wenn man mich jetzt ein bisschen atmen hört, dann weiß man zumindest, ich bin noch da. Und ansonsten schauen wir mal, ob wir den Start schaffen. Ich bin jetzt noch auf Position 7 nach hinten gewandert, sehe ich gerade. Und dass das alles soweit sauber bleibt und auch fehlerfrei, nicht nur von mir, sondern auch von den anderen. Die erste Kurve, die ist da ganz schön tricky manchmal, auch Runde für Runde und naja, abgehauene Reifen mit dem GT3 kenne ich jetzt so auch noch nicht. Von daher werden wir erstmal sehen, was da so auf mich dann zukommt und wann wir unseren Boxenstopp setzen und so weiter und so fort. Viele Fragen, die wir jetzt im Rennen dann über 40 Minuten, wie gesagt, beantworten werden und schauen wir mal, dass es ein möglichst schönes Rennen wird, wie ich es zuletzt in Sebring hatte, wo wirklich viele tolle Zweikämpfe dabei waren, die auch fair waren und das Ganze ohne Berührung. That's the end of the session, P7. Tja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir gehen in die Startaufstellung und hinein in das Rennen.
The air temp is 19 Celsius, P7. Hold position behind Müller in the left column. Alright Mike, stay calm, focus. Let's go. You are so clever. There's an incident in International Horseshoe. We think it might be Müller. There's an incident in Turn 5. It looks like Lang. On your left? Still there? Clear left. Incident in turn one. It looks like it's Vidal. Yellow flag, keep your wits about you, mate. There's an incident in turn 6. We think it might be Dale. On your left. Clear left. Thank you.
leader has just done a 145.62. Keep doing what you're doing, this is spot on, P5. Front is increasing, it's now 1.3. The gap behind is now 1.4. Fastest lap for Butler, 145.16. In front has just done a 144.80. That lap was a 145.77. We think P3 has binned it in turn one. That's your quickest lap in this session. Okay Mike, our refueling window will open after 12 minutes and should close at about 26 minutes. Front is now 1.7.
loving this, mate. This is perfect. V4. Your lap time was 145.93. Front is now 2.1. Okay, Mike, that's good consistency. Keep it up. Hey, Simon, man, you can't move around like that in the braking zone. He's leading the race. Is now 2.3. You've used half your fuel.
lap time was at 146.00. Front has increased. It's now about 2.6 seconds. The gap behind is now 2.6 seconds. That was a 146.07. Okay, Mike, you've got 10 minutes of fuel remaining. That's your quickest lap in this session. Behind is reeling you in. The gap is now 1.7. They're quicker than you entering turn one. P4.
consistency. Keep them coming. Don't think about the lap times, just hit each and every apex. That's 20 minutes to go. We're halfway home, should be about 6 minutes of fuel remaining. The gap ahead is now 2.8. Behind's increased to 1.9 seconds. That lap was a 145.67. Okay, Mike. 5 minutes of fuel remaining. 5 minutes. Watch your speed limit in the pits. Pit lane speed limit is 88 kilometers per hour. We'll fill you to the end of the race. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Ja, und der Crew Chief, der reagiert und gibt mir nur das an Sprit mit, was ich auch noch für den Rest des Rennens brauche, plus 2 Bonusrunden, so habe ich es eigentlich ausgemacht quasi mit ihm. Ja, die Tonne hat die Boxen aus, hat hier deutlich verlängert, geht es mit dem Körper, geht es um diese erste Kurve runter. Durfte man hier schon voll fahren. There's traffic behind. Thank you.
left has increased to 17 seconds. 15 minutes left, that's 15 minutes. P13. Leader's pitting now. The gap behind is now 4.9 seconds. Okay, Mike, there's a car exiting the pits, heads up. P8, sector 1 is 0.8, off the pace. Sector 2 is 0.40, off the pace. Sector 3 is 0.33, off the pace. On your left. Hold your line. Clear to the left. What the fuck, man? What the fuck, man? On your left. Clear to the left. That had nothing to do with me, you idiot. Right side. Clear right. The leader is pitting now. Come on, Mike. Good stuff. Keep it coming. There's a car leaving the pit lane. B6. That lap time was 147.55. Sector 1 is 1.2 seconds off the pace.
Okay, Mike. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. The gap to Art behind is now 1.2 seconds. Incident in bus stop. It looks like Art. You're gaining on the car in front. The gap's now 7.6 seconds. They're slower than us into turn 4. P5. Was a 145.68. The gap behind is now 4.7 seconds. The gap in front is now 6.8 seconds.
and let's put this hard work to good use. All right, Mike, 5 minutes to go, 5 minutes left. Got 10 minutes of fuel remaining. You've just done a 146.38. Thanks, man. Appreciate it. The gap behind is now 2.4 seconds. That's right. Two minutes to go. Last lap. The guy behind has just done a 144.60. Mm-hmm.
Mario, it looked like you were trying to transmit, but I didn't hear anything. Minutes of fuel left. Come on, Mike. Push, push, push. We can catch this car. There's an incident in turn two. It looks like it's Butler. P4. Okay, it's over. Good drive. Watch your speed limit in the pits. Box in 390 meters. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Zum einen werden sie zählt man diese Runden wohl immer noch zu den Incidents mit dazu. Man kann also das Safety Rating noch minimal verbessern. Zum anderen ist es natürlich so ein bisschen der Flair, da auch in Ruhe auszurollen. Tja, und jetzt müssen wir uns natürlich noch einmal kurz die letzte Runde am besten angucken, denn da gab es ja doch nochmal ein bisschen Action im Zweikampf. Thank you.
war jetzt diese etwas kritischere Szene, die da entstanden ist, dass vor mir ja auch ein langsames Fahrzeug fuhr, dass wir natürlich ungünstigsterweise in der Busstopp-Schikane trafen, um glücklicher in einem Kampf mit einem Konkurrenten hinten dran ist das eigentlich nicht zu haben, vor allen Dingen, weil der Kollege auch noch zumacht, obwohl er ja langsam fährt und Sprit spart offensichtlich. Ich habe mich dann verbremst. Musste sogar noch, glaube ich, einen Gang weiter runterschalten, wenn ich jetzt in der Telemetrie auslese. Und habe dann aber hier ein bisschen den Windschatten versucht zu nehmen. Das Problem war, der Hintermann hatte natürlich einen ordentlichen Windschatten. Und deswegen fuhr ich ja ein bisschen Slalom, um ihn rauszubringen. Und ja, im Wind hatte er zum Glück dann keine Chance mehr gegen mich. Und ein Block hat gereicht. Ja, das also war das Daytona-Rennen der VRS Sprint-Serie. Hier jetzt bei iRacing. Hat jetzt, glaube ich, ein bisschen Spaß gemacht, auch vielleicht zum Zugucken, weil es jetzt ja doch ein bisschen spannender war, als ich es am Anfang vielleicht vermuten ließ, was wir hier haben. Ich kann euch jetzt nur sagen, wenn euch das ganze Rennen jetzt so gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann seht ihr es jetzt auch eingeblendet. Wir werden zukünftig auf Twitch streamen. YouTube war jetzt hier die Ausnahme, einfach nur, wie gesagt, schon am Anfang der Übertragung, weil wir hier die Möglichkeit haben, das Ganze zu speichern, dass wir das als Werbung auch ein bisschen nutzen können. Zukünftig werden wir uns auf Twitch einen Account teilen. Das wird zum einen meine Seite sein, das wird auch unser Arthur sein und auch der Jakob, der da ein bisschen mitstreamen werden. Wir werden verschiedene Rennen machen, wir werden uns dann mal absprechen und natürlich auch die Langstreckenrennen, wo dann alle irgendwo mit dabei sind, wenn wir in einem Team sind oder in zwei Teams. Auch die werden wir verteilen. Da ich jetzt hier selber auch das erste Mal dieses Streamen getestet habe, ist es auch so, dass ich dann irgendwann selber rangehen werde und auch bei zwei Teams dann das Orange Team streame, während wahrscheinlich Arthur im Team Black streamen wird. Es geht jetzt ja für uns schon bald weiter mit der VLN-Saison, die jetzt im April ansteht und eine Woche danach schon das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, das wir ja mal vor zwei Jahren gewinnen konnten. Von daher, das wollen wir wiederholen. Ich sage jetzt vielen Dank für das Zusehen, wenn ihr mit dabei wart, wenn ihr dieses Video auch später noch einmal als Replay anguckt und würde sagen, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, folgt uns auf Twitch, Alemannenring Racing, dort anklicken, folgen und kein Rennen mehr verpassen und einfach dann auch live mit dabei sein. In diesem Sinne sage ich euch